Ich heiße Garth Davis und ich war ein Proteinaholic. Das ist das neue Buch von gleichnamigen Garth Davis, Dr. Garth Davis, ein Chirurg, der selber eine große Klinik leitet. Und dieses Buch ist bemerkenswert aus verschiedenen Faktoren. Der größte und bemerkenswerte Faktor ist folgender. Dieser Garth Davis, der hat vor ungefähr 10 Jahren ein Buch geschrieben, in dem er die Vorzüge von Protein und auch von Fetten lauthals verkündet hat und ja, wirklich überzeugter Low-Carber war. Und ja, und nun dieses Buch. Es ist unglaublich ehrlich, es ist unglaublich persönlich und trotzdem so wissenschaftlich und mit so vielen Studien, wie man das von einem Doktor erwartet. Das macht das Buch bemerkenswert. Es gibt ja die beiden großen Fraktionen. Die große Fraktion Kohlenhydrate sind böse und die andere Kohlenhydrate sind ja einfach gesund, weil sie für uns Menschen genau das, also die bestverfügbare Energiequelle sind und aus vielen anderen Gründen. Und ja, und da gibt es immer so einen Zwist. Und jeder kann für seine Seite Argumente finden. Das ist überhaupt kein Problem. Also man kann sogar Argumente finden für alle möglichen Religionen und für alle möglichen abstrusen Dinge. Ich verweise da nur auf die Verschwörungstheorien. Man kann immer Argumente führen und das klingt dann auch immer plausibel. Und ich mache niemandem einen Vorwurf dafür, dass er eine Theorie sich plausibel redet. Weil das ist möglich, so funktioniert unser Gehirn. Wir funktionieren in Mustererkennung. Ich habe dazwischen etliche Videos gemacht. Aber hier ist jemand, der öffentlich vor 10 Jahren, ein wirklich renommierter Arzt, ein angesehener Arzt, der vor 10 Jahren seinen Patienten allen noch empfohlen hat, dass sie Kohlenhydrate meiden sollten und sich auf Protein und Fette da ausrichten sollen. Insbesondere ketogene Diät, ganz wichtig, hat er gepriesen vor 10 Jahren. Die Wissenschaft hat sich mittlerweile weiterentwickelt und Garth Davis auch. Und das ist halt bemerkenswert, weil viele bleiben dort stecken, wo sie irgendwann mal reingesteckt wurden. Und insbesondere Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die lauthals sagen, ich bin Low-Carber oder Low-Carb-Ernährung ist die beste. Diese Menschen sind sehr, sehr häufig ja, einfach weiter in diesem Konstrukt gefangen, weil ihre Anhängerschaft das von ihnen erwartet. Und mittlerweile, und das ist wirklich einfach nur zu, ja, nur mit Respekt ja, anzuerkennen, sind immer mehr Leute, die dann auch dieses Low-Carb entsprechend ja, zum Beispiel aus ihrem Namen nehmen, wie der Daniel Pucke, der hieß ja Low-Carb-Sport irgendwann Zeit, Daniel Pucke. Er für sich selber wird er wahrscheinlich jetzt nicht sagen, das hat jetzt so damit zu tun. Und, aber ich denke schon, dass er ein offener Typ ist, der wirklich auch, ja, auch hinterfragt, kritisch hinterfragt. Und die Art und Weise ist sicherlich diskutabel, aber er ist auch so ein Beispiel dafür. Genau wie der Dr. Garth Davis, die sich halt vehement für eine Low-Carb-Ernährung aussprechen oder ausgesprochen haben und dann einfach der Wissenschaft Tribut ja, zollen müssen und ja, dann eben zum Beispiel dieses Buch schreiben. Also, dieses Buch, erstmal das ist die deutsche Übersetzung und was total toll ist, ist, dass in der deutschen Übersetzung viele Sachen, die für den amerikanischen Markt konzipiert sind, dass diese auch auf den deutschen Markt adaptiert wurden. Das heißt, zum Beispiel Empfehlungen der amerikanischen Ernährungsinstitute wurden umgeschrieben auf die Empfehlungen der DGE und ja entsprechend verlinkt. Interessante Sache zu den Links. Es ist ja häufig so, wenn man Links zum Beispiel zu Studien oder sonst etwas ja, verlinkt in dem Buch, ist es ganz blöd, das abzutippen, weil das ist so ein Riesending. Und was wurde hier gemacht? Man hat einfach Bitly-Links, also verkürzte Links, die man tatsächlich auch abtippen kann, hier in dem Buch geschrieben, wunderbar. Das sind solche kleinen Feinheiten, daran erkennt man, was da wirklich drinsteckt in so einem Buch. Das ist nicht einfach hingerotzt wie so viele andere Bücher, sondern das ist ein Buch, wo wirklich man sagen kann, da steckt viel auch Liebe zum Detail und viel auch ja, dieses Wissen um, was der Leser möchte drin. Und das ist sehr, sehr schön. Der Dr. Garth Davis fängt nicht an, er selber ist, er ernährt sich rein pflanzlich, aber er selber sagt doch direkt am Anfang, er möchte nicht die Menschen überzeugen, Veganer zu werden und möchte auch nicht irgendwie gegen tierisches Protein wettern und sagen, das ist irgendwie ganz böse und sonst was, das ist nicht seine Aufgabe. Er möchte wirklich einfach nur informieren und er ist auch so ein Typ, der sagt, ich stehe lieber
für etwas ein, als dass ich gegen etwas bin. Das heißt, er spricht sich für Obst und Gemüse aus, ohne gegen tierisches Protein zu sein. Jeder soll das essen, was er möchte, und er möchte einfach nur informieren. Seine Erfahrungen als Arzt, als Chirurg, der schon ja tausende Magenverkleinerungen gemacht hat, der nur mit Adipositas, das heißt die Krankheit, also mit dicken oder fetten Menschen, sagen wir es einfach mal bei den Namen, mit fetten Menschen zu tun hat und ja, und die entsprechend Herzprobleme haben und so weiter. Und er hat eine Wahnsinnserfahrung auch als Arzt, weil er die Menschen begleitet hat. Und er hat den Menschen tatsächlich eine Low-Carb-Ernährung empfohlen und hat mitbekommen, nee, das ist nichts. Und an sich selber hat er das auch mitbekommen. Und so, ja, ist das einfach ein nicht nur, weil es wirklich ein Wissensfundus ist, da kommen wir gleich dazu, sondern eben auch, weil es so eine persönliche Geschichte ist. Und das erste Kapitel ist auch seine persönliche Geschichte. Und er ist reumütig, er ist demütig. Und er wollte eigentlich nicht dieses Buch schreiben, sondern er musste es einfach schreiben. Weil er hat den Menschen vor 10 Jahren, vor 12 Jahren die Low-Carb-Ernährung empfohlen. Er hat ein Buch dazu geschrieben, ist sehr, sehr erfolgreich, Bestseller. Und er hat einfach gedacht, wenn das sein Vermächtnis ist, dass er den Menschen eine Lüge aufgetischt hat, auch wenn er damals nicht, also er sieht das kritischer als ich. Er meint, dass er damals hätte schon, die wissenschaftlichen Fakten waren damals schon existent, aber er hat damals einfach nicht tief genug geforscht. Ich finde, vor 10 Jahren, wenn ich sehe, was die Daten von den Studien sind, dann denke ich, vor 10 Jahren war es noch nicht ganz so deutlich. Aber mittlerweile ist es wirklich, denke ich, recht erdrückend, zumindest was ich an Studien gelesen habe und ja, wie ich mich auch, was meine Recherche angeht, dass jemand, der für Low Carb, sich explizit für Low Carb als dauerhafte Ernährungsform ausspricht, nicht, einfach nicht gut genug informiert ist und einfach ein paar Fakten raussucht, um diese dann ja in sein Konstrukt einzubauen. Und es gibt natürlich viele Menschen, die dieses mögen und die, und da sind wir auch bei dem tierischen Protein. Wenn es um Protein und fettreiche Ernährung geht, dann ist häufig auch der Verweis auf tierische Ernährung, oder viele Menschen assoziieren das mit tierischer Ernährung, obwohl das nicht mal sein müsste, ne? Das ist gar nicht unbedingt notwendig, dass man, wenn man sich ja ketogen ernähren möchte, weil man zum Beispiel Epilepsie hat und das da scheinbar sinnvoll ist, dass man da tierische Produkte konsumiert, aber es machen trotzdem die meisten. Ja, also er plädiert für Lebensmittel als Ganzes, was dann quasi schon auch so ein bisschen in die Rohkost geht, aber er bricht das nicht an, und das wäre auch meiner Meinung nach zu weit getrieben. Denn wenn man eine Kartoffel kocht oder eine Kartoffel brät, ist sie trotzdem meiner Meinung nach noch gesund. Nur Menschen, die ein Problem haben, die eine Essstörung haben und dann eben der Körper das Lebensmittel nicht genau als das identifizieren kann, was es ist, weil die Enzyme denaturiert sind, die sich dann überfressen an gekochter Nahrung. Und das ist tatsächlich ein Problem, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, aber das ist individuell. Wer generell keine Essstörung hat, ich glaube, der hat mit Kochkost auch nicht so ein großes Problem, was das Überfressen angeht. Das ist das große Problem an der Kochkost, dass man sich überfrisst. Und ja, trifft bei mir zumindest zu. Und es gibt auch noch unterschiedliche Stoffwechsellagen, so wie das der ayurvedische Arzt gesagt hat, verschiedene Konstitutionen, der eine braucht mehr Rohkost oder nur Rohkost, weil er ein sehr großes Feuer in sich trägt, und der andere, der braucht auch mal was Wärmendes. Und ja, kurzer Exkurs. Der wissenschaftliche Teil hier ist, ja, wie gewohnt oder wie zu erwarten von einem Arzt, ja, erschlagen. Hier sind sehr, sehr viele Studien drin, die auch verlinkt sind jedes Mal, und ja, er zeigt auch auf, nicht nur dieses, und das ist halt auch so sehr interessant, nicht nur dieses, warum quasi das gut ist, sich pflanzlich zu ernähren, sich gut sich kohlenhydratreich zu ernähren, sondern er zeigt auch auf diese Pro-Protein-Studien, die oft von diesen Low-Carbon, ich nenne es einfach mal so, auch wenn man, ja, also es richtet sich nur auf die Ernährungsweise, also die Low-Carb-Ernährung befürworten, die da ins Feld geführt wurden, die geht er auch an, also er spricht das auch an, er spricht auch ganz konkret gewisse Low-Carb an, die im deutschsprachigen Raum jetzt nicht so bekannt sind, aber er spricht halt die Argumente an und geht darauf ein, und das ist sehr, sehr schön, und er zeigt dann, dass häufig in diesen Pro-Protein-Studien auch nur lediglich auf Biomarker gesetzt wird und eben nicht auf die Gesamtgesundheit, und dass es da häufig kleine Stichproben gibt bei diesen Studien oder generell, dass da nur kurzfristige Perioden, wo eine proteinreiche Ernährung oder eine ketogene Diät
wo das durchaus seine Vorteile haben kann. Das, und darauf verweisen diese Studien alles. Aber langfristig, über Jahrzehnte, gibt es überhaupt nichts, was dafür spricht. Auch deckt er auf, wie Studien finanziert werden, wie welche Studie finanziert wurde und so weiter. Also das Buch ist wirklich richtig, richtig gut. Und er macht auch immer so, also seine persönliche Geschichte hat er so einen Abriss und dann auch so über so gesellschaftliche Entwicklung. Und diese Pro-Protein-Sachen, die kamen damals auch daher, dass wo noch sehr hart gearbeitet wurde, da in der Zeit der Fabrikarbeiter und so weiter, dass dort ein ganz anderer, ja, Proteinbedarf existent war wie heutzutage. Und wenn jetzt ein Bodybuilder Weltmeister werden möchte in irgendeiner Disziplin, weiß nicht, ob es da Disziplin gibt, der größte Bizeps oder so, keine Ahnung, für den ist das auch noch sinnvoll. Ob das Bodybuilding an sich sinnvoll ist, das sei dahingestellt. Ich bin ganz klar der Meinung, dass Bodybuilding, also ich bin dafür, also Kraftsport ist sehr, sehr wichtig, gerade im zunehmenden Alter, aber dieses Bodybuilding, dass man rumrennt wie so ein Michelin-Menschen, das ist meiner Meinung nach eher gesundheitsschädlich und nicht gesund. Aber die Menschen finden das toll und ja, wenn es Menschen toll finden, dann gibt es Menschen, die bekommen dann Anerkennung dafür und dann machen die halt das. Oder die sagen, weil sie es selber schön finden, aber oftmals ist dann doch die Anerkennung von außen und sie sind auch nicht ganz ehrlich zu sich selbst, meiner Meinung nach. Aber nun gut. Weiterhin in dem Buch wird die Thematik der Foodblogger angeschrieben und der ganzen YouTuber und ja, Blogs und alle möglichen Menschen, die über Ernährung sprechen. Und das ist halt so eine Sache. Na, ich bin ja auch dazu. Ich gehöre auch dazu. Aber ich muss ihm einfach Recht geben. Und das ist egal, ob jetzt Low Carber, High Carber, Veganer, Omnivore, Instinkto, Paleo oder was auch immer. Jeder sucht sich immer die Kirschen raus. Man nennt das Cherry Picking. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Muster. Man hat sein Muster und sucht sich da gewisse Sachen raus. Und so haben es die Menschen extrem schwer, sich wirklich gut zu informieren. Und das ist auch ein Punkt, den ich in meinem Buch, was bald erscheinen wird, die Low Carb Lüge ist der Arbeitstitel. Ich denke mal, das wird auch darauf hinauslaufen. Ja, was das zum Thema hat. Auch so die ganze YouTube-Welt und die ganze Welt der Foodblogger, warum wir hören, was wir hören, was denn die Zusammenhänge sind, und das tut er auch mal anreißen. Und das ist halt so eine Sache, wo man wirklich, wie es wie ein Schuppen von Augen fällt, wenn sie nicht schon gefallen sind, dass wir in einer riesigen Blase leben, was die Ernährung angeht. Die Ernährung, eine gesunde Ernährung ist einfach, sie ist so einfach. Ist möglichst natürlich unverarbeitete Lebensmittel. Und dein Körper sagt dir schon alles, was er braucht. Und da gibt es eigentlich nichts zu sagen. Aber es verkauft sich halt so schlecht. Ne? Und auch die Produkte verkaufen sich schlecht. Denn jeder Verarbeitungsschritt ist eine Art Geheimnis. Und jede Rezeptur ist ein Geheimnis, was man vermarkten kann. Was man ja mittels des Marketing, wo man Bedürfnisse generieren kann. Und das ist halt einfach eine riesen Blase. Und entsprechend, ja, gibt es auch Menschen, die einfach davon leben, dass sie eine gewisse Aussage tätigen. Und dass sie, wie zum Beispiel, deswegen auch so respektabel, dass sie ein Low-Carber sind. Oder auch, dass sie ein High-Carber sind. Und dann bleiben sie dabei oftmals. Und ja, egal, was die Wissenschaft aktuell sagt, wie der Wissensstand der Menschheit ist, sie bleiben dann bei dem, weil sie damit Geld verdienen. Und das ist die Problematik. Zeigt er auch hier sehr gut auf. Weiterhin in dem Buch. Er gibt auch gute Ratschläge, wie man Studien interpretiert, wie man Studien liest, wo ein Potenzial ist, zu erkennen, ob eine Studie sinnvoll ist, also ob sie, sag mal, ehrlich ist oder nicht ehrlich ist. Oder ob da ja eine schon vorher ein gewünschtes Ergebnis ja, quasi lanciert wird. Und deswegen, ja, auch da absolut, ja, 5 Sterne für das Buch. Gesamt, das Buch ist einfach nur super, super perfekt. Es ist wirklich super, super perfekt, weil es ist meiner Meinung nach neben, also es gibt 3 Bücher, die ich wirklich bedingungslos, was die Ernährung angeht, empfehlen möchte. Das ist einmal How Not to Die, das ist für den ganz einfachen Menschen, das ist für ja, Menschen, die jetzt, sag ich mal, sich intellektuell nicht so weitergebildet haben und die wirklich einfach nur so auch im Alltag leben und gar nicht so groß, ja, in Studien und so weiter, das
Buch ist voller Studien, aber es ist von der Schreibweise her ganz, ganz einfach. Und das ist für die. Und dann gibt es für die, die einen sehr hohen akademischen Anspruch haben und sehr wissenschaftlich sind, für Mediziner. So, das ist der Dr. Jakobs Weg des genussvollen Verzichts. Auch das bedingungslos zu empfehlen für die Gruppe. Das Buch ist deshalb perfekt, weil es beides vereint. Einerseits eine einfache persönliche Schreibweise mit seiner persönlichen Geschichte und dann übergehend zu einer sehr wissenschaftlichen und nur fundierten Analyse der Ernährungssituation und entsprechend, ich wüsste jetzt nicht, was man an dem Buch besser machen könnte, mit dem Ziel, was das Buch hat. Und ja, deswegen bedingungslose Kaufempfehlung, absolut, kommt auch definitiv in meine YouTube-Box, immer natürlich zeitverzögert, so 14 Tage, und dass die Leute wissen, das Buch hier ist eigentlich ein Must-Have für jeden. Und ganz ehrlich, wenn jemand tierische Ernährung zu sich nimmt und er liest dieses Buch und er ist danach immer noch überzeugt, dass tierische Ernährung für ihn wichtig ist, also dann hat man es mit einem ganz großen Fall von Ignoranz zu tun. Und wenn man nach der Wahrheit sucht, ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, dann sollte man auch die Gegenpartei, also Bücher oder Informationen der Gegenpartei, auch durchlesen. Und ich mache das auch. Ich schaue mir auch Videos an und ich lese auch Bücher, wo eine tierische Ernährung nicht abgelehnt wird. Das beste Beispiel war vor kurzem die Rezension zu dem Fasten. Das war ein Mensch, der tierische Ernährung befürwortet. Und dann habe ich mir die Studien durchgelesen, dann habe ich mir die Argumente durchgelesen. So, und ich bin offen immer noch für sowas. Aber wer das liest hier, das ist so stringent, das ist so schlüssig in sich. Ja, und auch, er gibt ja, ich hatte das gesagt mit den Studien, dass er zeigt, wo, wie, was finanziert wird. Er gibt da einige schöne Insights von verschiedenen Institutionen, wie die zusammenhängen. Und aber das ist jetzt kein, also das ist nicht das Hauptthema, das sind ein paar Seiten, aber sehr, sehr interessant. Und da gibt es halt gewisse Zusammenschlüsse, die sehr unabhängig arbeiten. Und da sind die Studien natürlich viel wertvoller. Und das war auch sowas, was ich durch das Buch gelernt habe. Und von daher absolute 5 Sterne und absolute Kaufempfehlung für dieses Buch. Das ist wirklich meiner Meinung nach das kompletteste und perfekteste Buch, wenn es darum geht, einem Durchschnittsmenschen, in Bezug auf, habe ich mich mit Ernährung beschäftigt, aufzuklären. Für jemanden, der jetzt schon genau weiß oder der jetzt selber schon sich pflanzlich ernährt, ist es vielleicht jetzt nicht unbedingt sinnvoll. Aber für jemanden, der noch zweifelt, der sagt, vielleicht Fleisch ist doch gut für uns und es macht vielleicht doch die Muskeln stark und so weiter. Also der immer noch ein bisschen am Zweifeln ist oder der noch gar nicht mit der pflanzlichen Ernährung am Hut hat, einfach das Buch lesen. Wer das Buch gelesen hat, für den bleiben also gar keine Fragen offen. Das ist wirklich so komplett, so, ich würde echt sagen, perfekt für diese Zielgruppe. Ja, das ist wahrscheinlich das beste Buch ist, was ich gelesen habe bisher. Zum Thema Umstellung oder Bewusstwerdung ist eine vegane Ernährung oder eine pflanzliche Ernährung und vor allem, das ist natürlich noch mehr im Fokus, ist eine kohlenhydratreiche Ernährung wirklich sinnvoller und das ein ganz klares Ja und eben auch wissenschaftlich belegt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen dieses Buches. Wirklich, ich würde mich nur wiederholen. Ich bin begeistert und ich danke nochmal an denjenigen, der mir das empfohlen hat und das kommt in meine Bibliothek. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, euer Christian. Guten Morgen.